ich bin Paluten, YouTuber mit normalem Namen Patrick. Kennt der ein oder andere sicherlich auch. Und ich mache die verschiedensten Videos auf YouTube. Sei es Minecraft, GTA, auch traumhafte Vlogs, chaotische Vlogs hier in unserem kleinen Büro. Hallo Freunde! Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. 2012, aus Langeweile dachte ich mir dann, okidoki, im Grunde genommen spielst du die ganze Zeit irgendwelche Computerspiele, könntest du es eigentlich auch mal aufnehmen? Oh Gott! Wollen wir mal eine Runde fliegen, Leute? 3, 2, 1, Abschuss! Ich habe zum Beispiel meinen ersten Livestream gemacht. Da haben 30 Leute zugeguckt und ich dachte, oh mein Gott, das ist eine komplette Klasse. Das ist völlig verrückt und da war ich einfach so begeistert in diesem Moment, dass tatsächlich 35 Leute jetzt gerade da zu Hause sitzen und nur mir zugucken. Das war damals schon einfach faszinierend und dann ist es halt irgendwann explodiert und dann waren es auf einmal zu Spitzenzeiten 108.000 Leute, die dann zugeguckt haben. Man kennt das ja zum Beispiel, man hat einen schlechten Tag und man kommt nach Hause und guckt zum Beispiel seine Lieblingsserie. Bei mir war es zum Beispiel immer Scrubs. Und dann selber die Person zu sein, die anderen Leuten in irgendeiner Weise Freude bereiten kann, dass die Leute abschalten können, das ist einfach Weltklasse. Also das muss ich einfach sagen. Ich schieb sie nur, ich muss hier ganz kurz durch. Lass mich da, oh Gott! Teilweise in der ersten Stunde von Minecraft Freedom, wo der Upload online war, haben das bis zu 140.000 Leute geguckt. Und dann wusste man, okay, um 14 Uhr bis 15 Uhr warten 140.000 Leute. Und wenn das Video um 15 Uhr kommt, dann denkt, oh Gott, viel zu spät, eine Stunde, die sitzen alle zu Hause und warten. Man macht sich dann echt so ein bisschen verrückt. Man muss halt einfach auch gucken, dass das Setup an sich einfach passt. Ich achte darauf, dass mein Computer möglichst effizient ist, dass er eben schnell ist, dass die Videos jetzt nicht 3 Stunden rendern, sondern dass sie im besten Falle in 15 bis 20 Minuten fertig sind. Da muss man dann natürlich versuchen, alles möglichst zu optimieren. Und im Laufe der Zeit wurde es dann auch immer komplizierter. Teilweise waren 5, 6 Leute auf einmal dabei, die muss man koordinieren. Okay, wie schafft man das mit dem Zeitmanagement? Und dann probiert man halt eben, das auch möglichst effizient zu machen, um die Zeit der anderen nicht zu verschwenden. Letztlich kann es jeder. YouTube, wer Bock drauf hat, soll es machen. Man darf letztlich nie vergessen, man sollte probieren, niemals andere zu kopieren, sondern versuchen, seinen eigenen Weg zu gehen. Man sollte mit dem Gedanken daran gehen, ich versuche jetzt einfach ein paar Leute zu entertainen. Ich versuche gerade einer Person irgendwie den Tag zu verschönern. Und dann kommt der Rest im besten Falle von ganz allein. Ich hoffe einfach, dass ich in 5 Jahren immer noch das machen kann, was ich jetzt mache, weil es macht mir Spaß. Ich weiß immer noch, dass ich vielen Leuten eine Freude machen kann mit dem, was ich jetzt mache. Wenn es weniger Leute sind, die bis dahin zuschauen, ist es in Ordnung. Wenn es mehr sind, habe ich auch kein Problem damit. Aber ich hoffe einfach, dass ich immer noch irgendwie es schaffe, Leute zu unterhalten, weil das ist das, was mir tatsächlich Spaß macht. Und das ist auch das, was ich weitermachen möchte.